Hallo meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zuschalten. Hier mal wieder bei Undertaker, der hier unterwegs ist bei das Erbe von Crimson Manor. Und wir sind hier auf der Suche nach dem Salon. Das passt nicht, das Schloss. Okay. Ähnelt einen Wappen. Ja, und das hier ist ja mit dem Löwenkopf. So, und wir suchen jetzt dann natürlich wiederum einmal hier Service. Oh Gott, ich lose ja so ab hier. Das ist ja echt unglaublich. Hier brauchen wir erst gar nicht reinschauen. Typisch Undertaker. So, sind wir jetzt hier richtig? Oder sind wir jetzt dann... Nee, wir sind jetzt dann genau einmal im Kreis gegangen. Das wollen wir natürlich nicht. Ach, Undertaker, komm, mach hin. Das gibt's ja gar nicht. So, warte mal, hier war das doch, ne? Hier, jetzt, hier rechts, dann hier links und zack, da hinten geht's dann weiter. Dann hier rein, dann quer durch und dann sind wir wiederum dort, wo wir vorher waren. So, jetzt dann zucke ich aber gleich aus. Ich renne hier im Kreis und will eigentlich nur mehr noch raus hier. Aufmachen die Tür. Nein, da will ich nicht her. Da gehe ich jetzt sicher nicht rein. Aber mir wird gar nichts anderes übrig bleiben. Ich muss da rein. Spiele ziehen wir von der anderen Seite. Super. Undertaker verläuft sich, wird dieser Part heißen, oder? Oder? Wie soll ich denn sonst nennen? Da möchte ich her. So. Jetzt gehen wir da rein. Können wir da gleich durch? Durchs Musikzimmer. Zack und bumm. Gästezimmer. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. So, da werden wir reinkommen. Das heißt, diese Tür in den Servicebereich, da haben wir nämlich den Motschka hier gefunden. Einen Löwenkopf. Ähnelt einen Wappen. Deinen Wappen, das gibt's doch nicht. Ich meine, hallo, darf ich oder darf ich nicht ins Inventar schauen? Ich darf nicht ins Inventar, gell? Nein, schade. Irgendwie total schade. Ja, Alter, komm. Ähnelt deinen Wappen und wir haben hier einen Schwertschlüssel, verstehst mich?
Und ich komme hier irgendwie nicht ins Inventar rein. Irgendwie seltsam ist wurscht jetzt an. So, was haben wir hier? Ein Stück Schwert. So, sicherheitshalber werden wir uns dann nachher hier auch, oder machen wir das gleich, hier die Superbrille aufsetzen. Vielleicht finden wir irgendeinen Hinweis oder so. Der Mystery of Crimson Manor. Na bitte, es gibt sogar hier ein eigenes 3-Groschen-Roman-Heftchen. So, jetzt kommen wir. Und wir haben den Schwertschlüssel noch. Vielleicht kommen wir dann bei den anderen mit dem Wappen auch rein. Was ist das denn? Ach. Passt noch nicht so ganz, ne? Dieser Ring hier ist noch nicht dort, wo er hingehört, scheinbar. Gefällt mir. Warte mal. Ne, irgendwas passt ja noch nicht so richtig. Es wird wahrscheinlich dieser Ring hier sein. Aber der ist nicht der einfachste hier zum Positionieren, meine lieben Freunde. Vielleicht passt so besser. So schaut es doch gut aus. So, das heißt, den hier noch anpassen, das sollten wir gleich haben. Zwei, sechs, drei.
Ah, da brauchen wir wieder mal den Zettel. 2, 6, 3. Okay. Ja, gut. Alles klar. Ja, ich weiß schon. Die Sache ist nur, steht das jetzt dann hier im Journal drinnen? Ja, nein. Das würde mich, das haben wir drinnen, okay. Ja, und ansonsten sind wir leer hier. Na, viel steht da nicht drinnen. Na, wie dem auch sei, okay. Was haben wir denn hier Hübsches? Ein ganz besonderes Maskenball. Ein ganz besonderes Maskenball. Der Gast mit der großen, anmutigen Nase blickt von oben herab auf alle anderen Gäste im Saal. Seine Aufmerksamkeit wurde tief unten am Ende der Halle erregt, wo ein Herr mit einer großen grünen Maske sehr nahe mit der Frau zu seiner Rechten mit einer federgeschmückten Maske sprach. Der am weitesten entfernte der Gäste, als würde sie weiterkämpfen, war eine Frau mit einem ovalen grünen Smaragd auf ihrer Maske auf der linken Seite des Saals und ihr gegenüber ein gut aussehender Mann, der eine himmelblaue Maske mit Stacheln trug. In der Mitte des Saals war eine Frau mit einer schwarzen Flammenmaske, die sich knapp über ihr befand, von den letzten beiden Gästen auf sich aufmerksam gemacht. Da mache ich mal einen Screenshot, weil mir sind hier zu viele Sachen hier versteckt. Maske dort, Maske da und was weiß ich noch alles. Ich glaube, es kommt hier ein Mördermaskenrätsel auf uns zu, kann es aber noch nicht genau sagen, weil ich es noch nicht gesehen habe. Oder hat das irgendwas mit Blau und Grün und was weiß ich zum tun? Den Zwirn oben in der Nähstube, was weiß denn ich? So, und hier haben wir doch dann irgendwo einmal, wo war denn diese vermaledeite Pfeifen, Zigarren, Schwarzer Peter Kartenspiel, Siegelstempel, Brieföffner, Briefe, Brieföffner, Briefe, Ansichtskarte. Und jede Menge Tand. So, was steht hier drauf? Kontinentale Union Telegramm vom 8.10.1892 aus dem serbischen Königreich. Dr. Stefan Slavko an Mr. Hadley Strange. Ich möchte auf den Fortschritt Ihrer Hominiden-Morphologie-Forschungsarbeit hinweisen, die Sie mir kürzlich mitgeteilt haben. Ihre Entdeckungen über die zelluläre Seneszenz erscheinen mir großartig. Wenn Ihre Hypothesen bestätigt wird, können Sie sicher sein, dass Ihr Name an die Nachwelt weitergegeben und gepriesen wird. Na, wenigstens Anna, denn sein Name in der Nachwelt gepriesen wird. Halle! Luja. So, ich ins Castle und dann ist klar. So. Da haben wir aber, glaube ich, schon reingeschaut. Das war ja genau das, wo wir den Screenshot gemacht haben. Da sind wir rein. Schauen wir mal, ob wir hier rauskommen. Löwenkopf, den haben wir nicht. Und hier kommen wir wieder raus. Doch, wir gehen hier wieder rein und gehen hier raus. So, denn, pass mal auf. So, was haben wir hier? Warum ruckelt das jetzt hier so? Weiß natürlich niemand. Wo war denn das hier noch? Ein Löwenkopf. Wo war denn hier nochmal das Schloss gewesen?
Mit den drei. Der war doch oben im Serviceteil, oder etwa nicht? Da ist die Weinstube. Hier haben wir die Küche. So, da haben wir Schrupp, Schrupp. Und ich glaube, hier oben, wenn ich mich nicht täusche, irgendwo war die Kiste mit diesem Schloss dran. Oder etwa nicht. Nee, hier auf gar keinen Fall. Wo haben wir denn die Gach gefunden gehabt? Wo war denn das? Das war jetzt vorhergehender Teil. Na, das war doch eh die Truhe. Undertaker, hör mal. Hier, diese Truhe war's. So. Also pass mal auf. Wir haben hier zwei. Dann haben wir drei. Sieht man natürlich voll super. Drei und sechs. Na bitte. So, was haben wir hier Hübsches? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, und doch hier falsche Taste gedrückt. An der höchsten Stelle des Herrenhauses werden die Wissenschaften und die Sterne den Weg zu der gesuchten Antwort ebnen. Ja, fürwahr. So, dann haben wir hier einen Schraubendreher. Wir haben gesagt, wir brauchen hier unbedingt ein Werkzeug. Die Frage ist, können wir mit dem Schraubendreher hier tatsächlich dieses Schloss, wo wir nicht mehr wissen, wo das ist, da erinnern wir uns, lösen? Das funktioniert hier nicht. Können wir mit dem Schraubendreher ja, dann sei vorsichtig. Ah, na, das geht nicht. Hoppala. Irrtümlich hier auf F gedrückt. Schon wieder so ein Ruckler. Kann ich mit dem Schraubendreher hier was anfangen? Ja, das funktioniert ja nicht. Ja, wie verzweifelt doch Undertaker schon wieder mal ist. Hier brauchen wir eine Brosche. Was mache ich mit diesem vermaledeiten Schraubendreher? Da zeigt's mal gleich ein X, gleich mal von Haus aus. So, pass mal auf. Wir schauen mal, dass wir hier Land gewinnen. Ich habe hier eine Idee. Brauchen wir da irgendwo einen Schraubendreher? War da irgendwas? Da war nichts für einen Schraubendreher. Was ich mich jetzt dann hier. Vielleicht können wir hier ein Rad demontieren mit Kurbel. Na okay, komm, warum ruckelst du denn so? Kann man hier irgendwas demontieren? Ne. Kann man hier die Kurbel runternehmen? Hey, schaut an, schaut an. Handkurbel. So, und jetzt gehen wir mit dieser Handkurbel durch diese Tür. So, warte mal, hier und da war es, glaube ich, nach links.
Und hier durch Handkurbel, Handkurbel, warte mal, hier nochmal rein, verdammt noch eins, ich verlaufe mich hier in dem Haus, dass die Hälfte genug wäre. Und das am laufenden Band. Unglaublich, wie ich mich hier verlaufe, das ist echt, echt, echt gediegen. So, jetzt gehe ich dann nochmal durch oder soll ich hier nicht nochmal durchgehen? Das ist jetzt dann hier die Frage. Sag mal so, ich schaue jetzt mal hier auf die Map. So, wohin möchte ich denn hier überhaupt? Wo war denn das? Darf ja nicht wahr sein. Glaubst du? Glaubst du, ich habe mir das gemerkt, das darf doch echt nicht wahr sein. Das Haus ist eindeutig zu groß, Leute. Also wirklich. Ich meine, euch sage ich's. Hier können wir nicht rein, ne? So, jetzt kommen wir wiederum da raus. So, und jetzt versuche ich es erstmal oben hier. Schauen wir mal. Ich soll den Weg zum Dachboden finden. Ja, wie denn? Lasst mich doch wenigstens zum Dachboden. So. Schwere Geburt. Ich hoffe nur, dass das Rad jetzt hier passt. Was sehen meine Äuglein fein? War es das oder war es das nicht? Na, geht eh bis am Boden. So,
Also, jetzt sind wir wenigstens auf dem Dachboden. Halleluja. Da steht ein Dreirad. Allerlei Gemurks. Gehen wir da gleich mal rauf. Okay, gut. Siehst du, und wenn man das hier ein bisschen drehen könnte, dann würde ich mir auch leichter tun, denn ich habe so. Also irgendwas habe ich jetzt an Scheren gehört. Ist total lustig. Jüngste Beobachtungen haben gezeigt, dass je weiter die Planeten von der Sonne entfernt sind, desto länger brauchen sie, um ihre Umlaufbahn zu beenden. Wow. Da scheint ein Reflektor zu sein, es fehlt die Glühbirne. Also sind wir jetzt dann hier scheinbar auch auf der Suche nach einer Glühbirne. Und das ist schon ziemlich lästig hier, dass man hier.
Gott, oh Gott, und wir sind schon wieder mal hier über die 30 Minuten drüber, aber ich finde das Rätsel hier gerade so super spannend. Und vielleicht gelingt es uns. Na, so nicht. So, vielleicht noch ein oder zwei Umdrehungen. Ich hoffe. Sag mal, was ist denn das hier immer? Dann werden wir im nächsten Part auf den Grund gehen. Ich sag danke fürs Zusehen, Leute, und Tschüss!